Das Ziel unseres Projektes ist es, die Menschen durch das Angebot von freiem WLAN dazu zu bringen, mehr auf ihre Umwelt und Sport zu achten, indem wir ein Fahrrad bereitstellen, auf dem man fahren kann und mit dem Strom den WLAN-Router betreiben, aber gleichzeitig durch die Bewegung, die dabei gemacht wird, einen Baum bewässern. Und unser Projekt heißt TreeFi. Das setzt sich aus den Wörtern Tree, also Englisch für Baum, und Wi-Fi, also WLAN, zusammen. Ich bin auf die Idee gekommen, mich an dem Projekt zu beteiligen, als ich bei Jugend Hack war und mit meinen Freundinnen, mit denen ich jetzt auch das Projekt mache, darüber diskutiert habe, was wir für ein Projekt machen sollen. Und als wir dann eine Idee hatten, habe ich mich dann dafür entschieden, da mitzumachen. Ich glaube, so muss ich das machen. Wieder raus. Die Hupe war die schlimmste Idee, die wir hatten. Ja, festmachen. So? Also vielleicht sollte ich es erstmal, soll ich es draufstecken? Ja, du kannst es mal mit rechts oder mit links? Mit rechts oder? Am Anfang waren wir nur wir drei Mädchen. Wir sind alle so 13, 14. Und dann kamen zwei Teammitglieder dazu, also die Betreuer. Da haben wir zuerst das erste Modell gebaut und das präsentiert. Danach wurde uns leider gesagt, dass wir das Modell wieder zerstören müssen. Das haben wir dann auch gemacht, um dann festzustellen, dass ganz viele Leute das Modell noch fotografieren wollten oder halt noch das Modell irgendwie ausstellen wollten. Deswegen haben wir dann ein zweites Modell gebaut, auf Anfrage des Technikmuseums in Berlin. Und da steht das jetzt auch in einer Ausstellung. Ich glaube, das steht sogar noch bis zum Oktober da. Und jetzt bauen wir es halt in der Realität und so, dass es halt auch funktioniert und nicht nur aus Lego besteht. Ich heiße Lilu und ich interessiere mich seit ungefähr 4 Jahren für Technik. Am Anfang habe ich nur an ein paar Workshops teilgenommen und habe mit meinem Vater zusammen mit Lego Mindstorms gebastelt. Das ist ein Lego-Set, wo man auch Roboter bauen kann. Ich weiß noch nicht genau, was ich später mal werden möchte, aber ich vermute schon, dass es irgendwas in Richtung Technik oder Naturwissenschaften sein wird. Das ist unser Fahrrad. Hier hinten sieht man den Ständer, auf dem das Hinterrad angebracht ist. Dadurch kann das Rad sich frei drehen und das Fahrrad fährt nicht nach vorne. Dann gibt es hier hinten den Dynamo, der erzeugt dadurch, dass wenn sich das Rad bewegt, erzeugt der Dynamo Strom. Das Stromkabel führt dann in den Pufferakku. Dort wird Energie gespeichert, damit man auch noch WLAN hat, wenn man gerade nicht tritt. Und von dort aus geht es dann zum WLAN-Router, der im Moment noch dort liegt, aber bald dort hinten im Baum hängt. Dann gibt es hier hinten noch die Wassertonne. Hier geht ein Schlauch lang. Und wenn man die Bremse betätigt, dann wird an dem Hahn hier, der Hahn wird dann aufgedreht und Wasser kommt vorne raus. Durch Bewegung des Lenkers kann man da vorne die Spritzdüse bewegen, sodass man einstellen kann, wo das Wasser auf den Baum trifft. Unser größtes Problem bisher war tatsächlich der WLAN-Router, also jetzt hier bei dem echten TreeFi. Bei den Modellen war es vorher der Mangel an Materialien. Dann hatten wir noch ein Problem mit dem Wasseranschluss. Denn wir waren ziemlich lange im Baumarkt und haben nach passenden Teilen gesucht, da die Wassertonne, die wir benutzen, einen 1,25 Zoll Anschluss hatten und es die meisten Sachen nur für 3/4 Zoll gab. Im weiteren Verlauf des Projektes wird wahrscheinlich unsere größte Schwierigkeit werden, dass wir im Moment noch nicht wissen, ob die Batterie den Anschluss des WLAN-Routers überlebt. Denn sie kommt nur mit 1,5 Ampere klar und wenn man den WLAN-Router anschließt, dann gibt es einen kleinen Peak, der möglicherweise über 1,5 Ampere ist und dadurch könnte es dann sein, dass das ganze Projekt dann nicht mehr funktioniert. Es geht jetzt weiter im Projekt, indem wir erstmal hoffen, dass unser Projekt erfolgreich sein wird hier und dass auch alles funktioniert. Und dann in Zukunft hoffen wir, dass unser Projekt bekannter wird durch die Präsenz hier und durch das Modell im Technikmuseum in Berlin.
Und es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass wir gefragt werden, ob wir unser Modell auf der IGA, also der Internationalen Gartenausstellung, die nächstes Jahr in Berlin stattfindet, dass wir unser Modell dort auch aufbauen dürfen, im Rahmen eines WLAN-Gartens. Wer braucht schon Mallorca? Viel geiler hier.